Moinsens allerseits, hier ist euer Napkin, Hardy von der Limited TV und willkommen zurück bei Let's Play Alan Wake. Ja, es hat ewig gedauert, bis ich wieder angefangen habe, weiter zu Let's Playen, da ich ein paar Probleme mit der wunderbaren Aufnahme hatte. Und ja, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe jetzt nämlich Alan Wake auf die SSD bei mir gepackt. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich links runtergehen, oder? Liegt noch irgendwas rum? Nope. Oh, das ist so gruselig. Ich spiele nachmittags. Es ist heute der 3. Januar. Und I'm a little bit scared. Und ja. Das Raketen kann man hier anzünden? Nein, leider nicht. Boah, diese Stimmung, Leute. Das ist echt fürchterlich. Boah, ich weiß gar nicht mehr. Die Steuerung, ich glaube, Kova an die Blendkranen. Ich wusste, dass die Brüder mal sowas wie Rockstars waren, aber so richtig kapierte ich das erst, als ich die Bühne sah. Oh. What the fuck? Oh. Geiler Schild! Sogar die Raketen gehen ab. Ich bin so froh, dass du einen Alleingang hingelegt hast, Mr. Bronson. Halt die Klappe und schieß! Oh. Gib Gas, bitte. Wow. Wow. Scheiße, wie ging nochmal? Okay. Jetzt weiß ich schon mal, dass ich mit dem Pfeiltasten... Okay, das war jetzt gerade mal fail ein bisschen. Wow. 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 Oh, ich nehme ein bisschen. Bam. Ja, das hätten wir wirklich. Nein, wir meinen bis nach, ey. Die Musik ist geil. Wo kommt der schon wieder her? Oh, nachladen. Reload, reload, reload. Ah, ihr Hurensohn. Das Kaffee. Kann der jetzt schon wieder? Boah, ey.
Ja, das ist der Höhepunkt deines fucking Lebens. Wow. Schaden, Kollateralschaden. Bam, Bitch! Uiuiui, sorry, gerade eben für die bisschen kurze. Also ein bisschen Anspannung, Pro. Das war der Hammer! Bright Falls, Amerikas Rock'n'Roll-Hauptstadt. Hey, Al! Hier geht's zur Farm! Wie viel haben wir denn, Moni? Haben wir 15 Schuss? Nee, jemand. Gut. Boah, können meine Eltern im Hintergrund nicht ein bisschen die Klappe halten? Oh, ziemlich nice. Einfach die Grafik ist auch ey, wirklich sehr, sehr nice. Ich habe mir jetzt auch Crysis 3 zugelegt. Crysis 3 natürlich. Siehst du, kein Grund zur Sorge. Dein Starschnitt ist wie neu und da, wo er sein sollte. Ich hole ihn, sobald wir den Ort gesichert haben. Klar. Darum habe ich mir am meisten Sorgen gemacht. Wir müssen das Ding aus dem Weg schaffen. So weit bin ich gekommen, bis sie mir aufgelauert haben. Irgendwas passiert gleich. Ich weiß es einfach. Vielleicht kommt irgendwo irgendwelche Zombies oder keine Ahnung. Leck. Ich glaube, Alan Wake hier möchte etwas loswerden. Wie war das, Al? Oh, ich bin Alan Wake. Ich liege immer richtig. Wenn ich nicht kriege, was ich will, schmolle ich den ganzen Tag lang. Das haben wir auch den ganzen Tag irgendwas, oder? Das war eine tolle Show-Einlage. Das wird ziemlich gut. Willst du meine Barry Wheeler-Imitation sehen? Nein? Na klar. Was ist denn da hinten eigentlich? Keine Ahnung. Komm, eintreten. Wow, sieh dir das Ding an, Al. Die haben die Wikinger-Nummer echt auf die Spitze getrieben. Sieh dir das ganze Zeug. Schlaf. Wir verbringen wow, Nightspring. Da werden Erinnerungen wahr. Weißt du noch, als ich dir diesen Auftrag besorgt habe? Dein erster echter Job als Autor. Dein Durchbruch. Ist das eine deiner Folgen? Halt die Fresse. Heute Abend. Der Traum der Träume. Nein, ist von jemand anderem. Wir begleiten Mr. Jones, der das endlose Traum erforscht, bis er aufgehalten wird. Doch irgendwas. Eine Schlange. Ey, er ist ein Sarg. Hey, Jones, ja? Okay, wir müssen warten, bis ihr... F5. Es ist 1976 und auf der Anderson Farm tanzt der Bär. Auch wenn es jeder Logik spottet, ist die berauschendste Zutat ihres selbstgebrannten, ungefiltertes Wasser aus dem Cauldron Lake. Die Andersons fühlen sich wie Götter. Odin kann nicht aufhören zu lachen. Er überlegt, sich ein Auge herauszuschneiden. Thor rennt über das Feld, nackt, mit gellenden Schreien.
Mit dem Hammer in der Hand versucht ihr, den Blitz zu fangen. Ihre Lieder haben Macht. Etwas Uraltes rührt sich in der Tiefe. Kehrt zurück. Okay. Gut. Die Leute sind ein bisschen verrückt. Sah aber beeindruckend aus. Fast wie ein Rambock. Nice. Rambock wieder. So, gleich passiert was furchtbar Schlimmes. Ich sehe es schon kommen. Ja. Bitch, leg dich nicht mit Alan Wake an. Hey, etwas passiert hier. Ja, was denn? Wo ist das Barry schon wieder? Erde? Was ist das für einer? Ey, hat der Speed geraucht? Ich glaube, wir könnten hier durch, ja. Ganz ehrlich, der hatte auch ein bisschen zu viel. Guck, seine Blutbahn. Wo müssen wir durch? Renn! Oh, geht gut! Jetzt habe ich ein Problem. Wo ist Barry jetzt schon wieder hin? Das ist echt so ein Knecht. Au. Und wegteleportiert. Bitch. Bisschen Gesundheit regenerieren wir jetzt ganz nice. Ja. Aber warum denn? Ja, der ist jetzt so schnell hinbekommen. Ich habe gleich keine Munden mehr. Schnapsbrennerei. Wow, diese alten Knacker hatten echt was am Laufen. Geil. Weißt du was, Herr? Wenn wir hier lebend rauskommen, werde ich die vermarkten. Ja, ich verkaufe dieses Zeug online, leih eine Fernsehshow an und bringe eine neue Single raus.
Naja, ganz ehrlich, das ist auch so ein kleiner Mr. Krabs hier. Money, money, money. Gegenstandslimit erreicht. Ja, Hurensohn. Durch hier oben hoch. Abgesehen von der Treppe vermutlich. Alter, was ist das denn? Ein Mongo. Luid. Alles klar. Halt die Augen offen, ja? Erstmal ein Kaffee. Erstmal Starbucks. Bald echt keine Muni mehr. Das wäre etwas schlecht, wenn ich echt eine Manuskriptseite oder sowas hier. Da ist nüt. Da ist nüscht. Silotor für Barry öffnen. Oh, da ist ein Radio. Terminplans frei, um sich hier zu mir zu gesellen. Deputies, wie beschäftigt sind Sie gerade? Ich meine, das Hirschfest steht quasi vor der Tür. Ich wette, das hält Sie auch dran. Hochleistungsstärke. Ja. Ehrlich gesagt, Patrick, wir hatten einige andere Sachen geplant. Aber das ist noch eine laufende Ermittlung. Deshalb können wir doch lieber Mund, lieber. Alter, wenn so das Ding wackeln würde. Feldseite sah ich das Gebäude, das das Haus der Andersons sein musste. Es war nicht weit weg. Ich machte mir keine Sorgen um die Streifzüge von zwei ausgebrannten alten Typen. Die hatten das Gebräu. Bitch. So, jetzt kommen gleich wieder Viecher. I know it. Erstmal die kleinen Flammen machen. Digga, was ist denn los mit dir? Mehr Viecher? Nein. Headshot! Noch irgendwas drin, bestimmt. Das muss ich erstmal Barry. Auch cool, dass sie denkt sich automatisch irgendwie hier.
Hauptsache erstmal hier reingetreten. Bam. Ich habe den Schlüssel. Nein. Bist du das da draußen, Kumpel? Ja, ich bin's. Warte. Gerade ging geschlagen. Los jetzt, Mann. Ganz ehrlich, der muss nichts machen, der Dicke, ey. Hat seine Chillotaschenlampe. Chillt sein heftiges Leben. Ich glaube, wir müssen das Tor gemeinsam öffnen. Das sieht ziemlich schwer aus. Komm, jetzt drückt der einer. Hey, ich glaube, da ist die Farm. Wir sind fast da. Diese Farm ist ein Sammelpunkt für Durchgedrehte. Das ist ja ganz wie zu Hause. Ja, ganz ehrlich, aber ich lieber in New York zu Hause bei den Bekloppten mit Waffen. Anstatt mit diesen... Was steht da? Valhalla! Komm schon, noch ein Tor! Wir schaffen das! Kettensäge, nicht gut. All Gods know the truth. Das heißt, die alten Kacker kennen die Wahrheit. Das heißt, die zwei brauchen wir mehr oder weniger logischerweise, um, noch mal ein Screenshot, das heißt, wird auch nur noch gerade so abgestützt, wie wir den Spuk hier beenden können. Wahrscheinlich war ihre Musik so schlecht, dass Ozzy Osbourne, ach nee, da lebt er noch, dachte schon, dass irgendwie, der Cosmic Lake, geil, irgendwelche toten Rockstars von Toten auferstehen sind und ihn richtig weggebitcht haben. Wo ist der Dicke? Da ist der Dicke. Die Lichter sind aus. Wir sollten nach der Sicherung sehen. Captain Obvious. Raketen? Kann ich den nehmen? Nein, natürlich nicht. So ein Scheiß. Sicherungskasten. Oh, geil. Da haben wir es gerade untersuchen. Unten war der Strom aus. Ich musste zum Sicherungskasten. Ja. Unten war der Strom aus. Ich musste zum Sicherungskasten. Da ist ein Kaffee. Starbucks. Keine Zeigung. Boah, Digga, geh mal aus dem Weg. Da? Auf dem Klo. Asgard. Dieser Ort sieht ziemlich bewohnt aus. Die Anderson sitzen doch in der Klapsmühle. Komm, Al, machen wir die Lichter an, ja? Boah, geil. Was für geile Gitarren. Manuskriptseite riecht nach F. Wieder zerrissen Alice Schreie die Stille der Nacht. Ich sah mich auf die Hütte zu rennen mit der Taschenlampe in der Hand. Ich folgte meinem früheren Ich. Ich war ein aus seinem Körper herausgelöster Beobachter. Ein Zeitreisender in einer aberwitzigen Schnapsfantasie. Schnaps. Das hier war der Anfang. Die Nacht, in der Alice verschwunden war. Das Geheimnis, was in der fehlenden Woche passiert war, stand kurz vor der Lösung. Also gleich geht's richtig rund. Da ist der Sicherungskasten. Bitch! Die Schallplatte reparieren. Bitch! Hörst du das her? Musik? Natürlich. Wir müssen rausfinden, woher das kommt. Das ist die Botschaft, von der die Andersons gesprochen haben. Deshalb sind wir hier. Lady des Lichts? Oh, das muss diese verrückte Lampenlady aus der Stadt sein. Wie hieß sie gleich? Cynthia Weaver. Genau, stimmt. So, und jetzt hören wir mal gut zu. Hauptsache 200 FPS. Da ist kein Stromkabel dran. Finally,
Lied ist geil. Okay. Wir müssen Cynthia Weaver finden. Wir bleiben die Nacht über hier und gehen in die Stadt, sobald es hell wird. Hey, Al, es sind noch ein paar Stunden bis morgen. Da können wir uns ausruhen und dazu brauchen wir Drinks. Ach komm schon, Barry, das ist... Ach, was soll's. Jetzt besaufen sie sich erstmal. Irgendwas passiert ist vielleicht. So, dann ist man bestimmt selber so richtig angetrunken und muss... Sie finden, okay? Und so ein verrückter Typ ist halt nicht zu dir, Herr Graf. Hör mal, El! Du bist für mich wie ein Bruder. Ich bin Schriftsteller, Gott, verdammt. Keiner steht da, ich bin Taktfigur. Schreibe ich 10 Bücher pro Jahr und es wären die besten Bücher des Jahres. Das kannst du nicht. Das stimmt, kann ich nicht. Voll doof. Aber ich kann's als Schriftsteller. Die bloß rein in das Zeug. Fühlt sich an, als läuft mir das Hirn zur Nase raus. Ich hab von den alten Kreuzen und werde Schnapsmillionär. Ich vermisse sie, Barry. Ich wünschte, sie wäre hier bei mir. Ich weiß. Dein Alter ist echt nass. Wir sorgen schon dafür. Schöne schleichende Kamerafahrt. Ich hab keinen Bock mehr. Er hat die Augen offen. Nochmal. Eiern. Cool, das ist ein Geist. Call of Duty Ghosts. Filmstreifen sind weg. Geil, jetzt darf ich Ghost spielen. Aber bevor ich jetzt Ghost spielen darf und gerade eben ich Alan gerufen wurde, sage ich hier vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade. Und danke fürs Einschalten. Euer Napkin Ade von Unlimited TV. Und morgen oder übermorgen geht's weiter mit der nächsten Folge von Let's Play Alan Wake. Tschüss.